Das hier habt ihr vielleicht auch mitbekommen. Das ist der Nürnberger Hauptbahnhof. Und da ist, das war gestern, vorgestern, ein Bundespolizist gestorben. Bundespolizist in Nürnberg gestorben. Attacke war nicht Ursache. Also das ist dann die Pressemitteilung, die als zweites, drittes kam. Anfangs hat man ja groß und breit immerhin zugegeben, dass da ein Angriff gab von einem Pakistaner auf den Polizisten und der ist daran gestorben. Dann hat man aber zurückgerudert, nachdem man ein vorläufiges Obduktionsergebnis hatte, dass das so alles gar nicht stimmt. Und dieses vorläufige Obduktionsergebnis sagt, dass es keinen Zusammenhang gibt zwischen dem Angriff und dem Tod des Polizisten. Er ist nur an den Folgen des Angriffs im Krankenhaus gestorben. Genau das geben sie eben nicht mehr zu. Also, ohne das jetzt mal zu lesen, der Angriff war nachts um 4:30 Uhr. Der Polizist bricht den Dienst ab und um 10 Uhr beim Arzt verstirbt er. 6 Stunden später. Ja, genau, er hat einen Herzinfarkt bekommen, während er 20 Messerstiche abbekommen hat. Ja, genau, in die Richtung geht es nämlich an. Also, ich finde das ganz schön sus. In Nürnberg ist ein Bundespolizist ums Leben gekommen. Der Verdacht, er könne an den Folgen eines Einsatzes gestorben sein, bestätigte sich nicht. Die Staatsanwaltschaft hatte die Ermittlungen aufgenommen. Ja, und hier hätte eben die Obduktion die Todesursache klären sollen. Die wurde auch angeordnet. Und die wurde gestern, vorgestern, nee, gestern durchgeführt. Und hier steht's, das vorläufige Obduktionsergebnis habe ergeben, dass zwischen dem Angriff und dem Tod des Polizeibeamten kein Zusammenhang bestehe. Ja, reiner Zufall, ne? Das ist ja auch das, ne? Er hat Schläge gegen den Kopf, also auch ins Gesicht, er hatte was am Auge, und gegen den Körper gehabt. Demnach war der 30-jährige Bundespolizist in der Nacht zum Donnerstag im Bereich des Nürnberger Hauptbahnhofs im Dienst. Also der hatte Nachtdienst. Ich nehme mal an, das geht bis 5 oder 6, kurz vor Ende des Nachtdienstes um 4:20 Uhr, in der Nähe einer Toilettenanlage, sei angegriffen worden und habe bei einer Attacke Schläge am Oberkörper und am Kopf erlitten. Wie die Polizei weiter berichtet, war der Beamte einige Stunden nach dem Einsatz am Donnerstagvormittag zum Arzt gegangen, da er sich unwohl fühlte. Dort sei er dann zusammengebrochen und im Krankenhaus gestorben. Ja, Ali darf bloß nicht schuld sein, ne? Und unsere Bundesinnenministerin Nancy Faeser heuchelt da so ein bisschen Mitleid. Da finde ich auch den Unterschied zwischen ihrer Pressemitteilung oder ihrer Äußerung und der von der Bundespolizei dann. Ne? Sie hat sie das, wurde es mitgeteilt, wahrscheinlich auf ihrer Homepage oder so. Mein tief empfundenes Mitgefühl gilt in diesen schweren Stunden der Familie und den Kolleginnen und Kollegen bei der Bundespolizei. Copy-paste, füge die Institution ein. Ne? Und die Bundespolizei in Bayern postete auf Twitter: Wir trauern um einen jungen Kollegen der Bundespolizeiinspektion Nürnberg, der auf tragische Weise ums Leben kam. Unsere Gedanken sind bei der Familie des Verstorbenen. Das ist schon ein Unterschied, oder? Ja, es ist so lächerlich. Wem wollen Sie das erzählen? Genau. Also, es regt mich schon ziemlich auf, muss ich sagen. Ja, und es gibt halt tägliche Brutalität gegen Polizisten. Das ist auch schon normal, gerade am Bahnhof. Das wissen wir auch schon. Und dass der Nürnberger Bahnhof gefährlich ist, wissen wir auch. Das ist ja so ein Video vom Bahnhof, aber ich glaube, da spricht niemand was. Also, ich denke mal, da wird vielleicht auch noch ein offizielles Ergebnis dieser Obduktion kommen. Das wird dann, also wartet man jetzt noch 3 Tage, dann ist der Hype auch wieder abgeflacht. Dann kann man das ganz klein irgendwo im Hinterwäldchen veröffentlichen. Aber. Wenn euch das Video gefallen hat, dann schaut euch doch gerne auch die anderen Videos auf unserem Kanal an. Wenn ihr euch für den Austausch mit anderen konservativen Personen interessiert, dann schaut gerne auf dem Angerverse Discord-Server vorbei. Und wenn ihr euch für konservative, selbst erstellte Cartoons und Comics interessiert, schaut gerne bei Groschencomic vorbei. Alle Links findet ihr in der Infobox.